und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Emota Creators. Heute soll es um 5 Tricks in Final Cut Pro gehen, die deinen Workflow wesentlich schneller und effizienter machen. Also verschwenden wir keine weitere Zeit, los geht's mit dem Intro. Herzlich willkommen zurück. Zuallererst mal, ich möchte die Erwartungen nicht zu hoch schrauben. Die sind wirklich meistens eher kleine Funktionen, die auch eher für Anfänger gedacht sind. Allerdings kann man ohne diese Funktion nicht arbeiten und auch der ein oder andere etwas erfahrenere Final Cut Pro Cutter könnte manche von diesen Funktionen noch nicht kennen. Ich gehe jetzt mal hier hoch in die Ecke und wir gehen direkt in Final Cut Pro. Hier sind wir auch schon und öffnen das uns im Vollbild. Wie ihr schon sehen könnt, haben wir hier einmal mein Lieblingslied plus Musikvideo. Ich werde das Lied jetzt aus rechtlichen Gründen nicht abspielen lassen dürfen, weil ich sonst gestrikt werde. Und das wollen wir jetzt zusammen gemeinsam mal mit diesen Methoden bearbeiten. Zuallererst möchte ich euch nämlich gerne zeigen, wie man ein Video einfach keyframe kann. Und dazu wählt ihr einmal einfach euer Video aus und geht hier auf dieses kleine Zeichen und markiert das so, dass es blau leuchtet. Jetzt könnt ihr hier erstmal das Video beliebig transformieren, unseren vollen Trick auf den Kopf stellen, Spiegel, eben die gesamte Anpassung des Videos machen nicht. Um das Video zu keyframe, müssen wir nämlich einmal auf diesen Knopf hier oben. Wenn wir diesen drücken, wird für diesen Punkt in der Timeline hier vermerkt. Das heißt, er sagt, diese Position vom Video, das heißt, der Computer merkt sich diese Position vom Video für exakt diesen Punkt in der Timeline. Das müssen wir jetzt allerdings mehrmals machen, weil wenn wir das Ganze nur einmal machen, bleibt diese Position über das gesamte Video gleich. Das heißt, wir gehen jetzt einmal nach etwas weiter hinten, gehen wieder auf dieses blaue Symbol, bis es blau angepinnt ist und verändern hier etwas. Wir müssen gar nicht nochmal auf das blaue Keyframe-Zeichen. Die Keyframes werden jetzt automatisch hinzugefügt. Wir drehen das Video noch ein paar Mal und machen unseren Rig noch etwas dünner. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Wunderbar, genau so wollte ich das. Und übrigens herzlichen Glückwunsch, ihr wurdet soeben gerickrollt. Verzeihung. Genau das kann man jetzt eben ganz simpel und einfach machen. Und was ich euch auch noch zeigen wollte, wenn man das Video verschiebt von der Position her, seht ihr, dass man so eine kleine rote Linie bekommt. Damit soll das Ganze eben ein wenig visualisiert werden. Hier sieht man das, wenn man mehrere hinzufügt. Und diese Funktion braucht man eben sehr oft. Das gleiche kann man übrigens auch genauso mit Bildern machen. Ich werde es nur kurz zurücksetzen. Ich hoffe, ihr habt diese Funktion jetzt verstanden und könnt sie nutzen. Die nächste Funktion ist eigentlich gar keine Funktion, sondern nur eine Abwandlung. Jetzt fährt hier gerade hinter mir ein Boot durch. Ist hier gerade hinter mir ein Boot vorbeigefahren, deswegen war es ein kleiner Schnitt. Aber die nächste Funktion ist eigentlich nur, dass wir hier noch verschiedene Möglichkeiten drunter haben. Unter diesem Symbol, wo wir die Keyframes, also die Position des Videos verändern konnten und die Keyframes hinzufügen konnten, haben wir hier nochmal das Werkzeug Beschneiden. Das ist einfach, dass wir das Video quasi vom Format her beschneiden können. Ist, glaube ich, selbsterklärend. Und hier drunter noch das Verformen. Und Verformen ist natürlich auch ganz wunderbar. Genau, noch viel schöner so. Das können wir hier jetzt auch nochmal genauso mit Keyframes bearbeiten. Das hier sind quasi die 3 Funktionen, die man braucht, um das Bild vom Format und der Form her anzupassen. Und eben über diesen Knopf hier oben kann man das Ganze rickrollen. Keyframe, Entschuldigung. Die nächste Funktion ist wirklich eine ziemliche Basic-Funktion, die aber wirklich jeder kennen sollte. Weil wenn man sie nicht kennt, hat man ein ganz schönes Problem. Nämlich die Anpassung des Vorschaufensters. Hier oben sehen wir eine Prozentzahl. Setze ich diese jetzt beispielsweise auf 100, sehen wir, dass wir nicht mehr den kompletten Bildausschnitt sehen. Zum Beispiel hier oben und hier unten verlieren wir dann ein Stück. Wenn wir allerdings hier oben jetzt den Wert 25 eintragen, sehen wir, dass das Vorschaufenster zu klein ist.
geben wir hier den Wert 50 ein, verlieren wir hier links und rechts ein wenig von dem Schwarzen. Das ist jetzt bei diesem Fall nicht schlimm. Aber wenn jetzt das komplette Format ausgefüllt wird bei einer neueren Aufnahme, verlieren wir dann am Rand und können vielleicht bestimmte Sachen am Rand dann nicht mehr so gut bearbeiten, weil wir sie einfach nicht auf dem Fenster haben, also auf dem Vorschaufenster haben. Aus diesem Grund gibt es einfach hier oben die Funktion Anpassen und dann wird das auf die perfekte Videogröße zugeschnitten. Das wäre jetzt bei 48%. Und das ist eben sehr praktisch, weil man dann nicht hier mit den Werten jonglieren muss. Und meistens liegt der Wert so zwischen 25 und 50 und da muss man immer wieder wechseln. Und das ist einfach unangenehm, deswegen geht man hier einmal auf Anpassen und dann ist das für immer angepasst. Hier daneben, das ist jetzt keine einzelne Funktion, aber das sollte man auch wissen, kann man noch die einzelnen Optionen des Vorschaufensters anpassen. Zum Beispiel kann man hier höchste Qualität oder beste Qualität oder hohe Qualität oder niedrige Qualität, kann man die Qualität des Vorschaufensters wechseln, falls man vielleicht einen Computer hat, der nicht so rechenfähig ist. Und das ist eigentlich mehr eine Reihe an Werkzeugen. Und das sind nämlich die verschiedenen Mauswerkzeuge. Da gibt es einmal das Auswahlwerkzeug, also hier unten kriegt man die oder über die entsprechenden Buchstaben. Das Auswahlwerkzeug, auf der Tastatur kriegt man das auch mit A. Damit kann man einfach ein Video auswählen und dann auch vorne und hinten beschneiden. Das ist eigentlich das Basic-Werkzeug, was man meistens benutzt. Das Trimmen-Werkzeug können wir nur benutzen, wenn wir einen Schnitt haben. Deswegen habe ich jetzt schnell mal einen gemacht. Das Trimmwerkzeug legt man einfach auf einen Schnitt an und diesen Schnitt kann man dann nach links oder rechts verschieben. Was heißt das genau? Das heißt einfach, dass der vordere Clip, der vor dem Schnitt sitzt, etwas länger gemacht wird und der hintere etwas später anfängt oder eben andersrum. Kann ganz praktisch sein, braucht man jetzt aber nicht ständig. Übrigens ist das Trimmwerkzeug über den Buchstaben T auf der Tastatur verfügbar. Das Positionswerkzeug ist ein Werkzeug, welches ich selber noch nicht ganz verstanden habe. Es ist ein wenig ähnlich wie das Auswahlwerkzeug, nur dass ich ziemlich sicher bin, dass hier die magnetische Timeline ausgeschalten wird. Habe ich jetzt aber selber noch nie wirklich benutzt. Das Bereichwerkzeug ist eigentlich ziemlich simpel, damit können wir einen Bereich auswählen und diesen Bereich dann ohne ihn rausschneiden, also extra mit zwei Schnitten separieren zu müssen, einzeln bearbeiten. Zum Beispiel können wir in diesem Bereich jetzt hier, dann, jetzt habe ich hier einen Bereich ausgewählt, können wir dann in diesem Bereich nur die Helligkeit ganz runterstellen und dann ist das für diesen Bereich so gemacht. Das Schneidenwerkzeug erklärt sich selber, da klickt man einfach einmal drauf und dann wird an der Stelle ein Schnitt erstellt. Das Zoomwerkzeug, damit zoomt man einfach in die Timeline rein. Und das Handwerkzeug ist auch noch ganz spannend, damit kann man einfach hier so durch die Timeline gehen, ohne dass man irgendwas verändern kann. Man kann damit nichts beschädigen oder ähnliches, also nichts verändern oder verstellen oder ähnliches. Damit ist es einfach nur als Anschauungswerkzeug oder einfach nur als Betrachtungswerkzeug quasi. Jetzt noch zu einer Funktion kommt, die bestimmt viele nicht kennen. Und das ist nämlich hier unter der Geschwindigkeitsanpassung. Hier kann man übrigens die Geschwindigkeiten einstellen, für alle, die das nicht wussten, aber ich glaube, das wussten alle. Aber wir müssen jetzt ganz kurz mal das Video halb so schnell machen, nämlich auf die 50%ige Geschwindigkeit. Und jetzt sehen wir, das Ganze ruckelt extrem. Wir sehen den wunderschönen Tanz von unserem Freund Rick, jetzt total verruckelt. Und das ist natürlich schrecklich, weil wenn unser Freund Rick sich schon Mühe gibt zu tanzen, darf das wenigstens nicht ruckeln. Und aus diesem Grund müssen wir hier einen Spezialtrick einbinden, ne? Den wir unter den Geschwindigkeitseinstellungen hier unten bei Videoqualität finden. Ne? Und das ist der optische Fluss. Der optische Fluss generiert sogenannte Zwischenframes. Das können wir uns jetzt gerade mal anschauen. Wenn man hier jetzt das Video sich anschaut, wirkt das Ganze trotz halber Geschwindigkeit relativ flüssig. Gar einfach aus dem davor und danach liegenden Frame einfach zusammengemischt werden und daraus wird dann ein neuer Frame generiert, der das Ganze dann etwas flüssiger wirken lässt. Kann man wunderbar machen, gerade bei Zeitlupen. Bei halber Geschwindigkeit sieht man vielleicht immer noch leichtes Ruckeln, aber wenn man irgendwie sowas macht wie 90%ige Geschwindigkeit oder 80%ige Geschwindigkeit,
dann sieht man beinahe keinen Unterschied zu einer Aufnahme, die wirklich mit 25 Frames per Second gefilmt ist. An dieser Stelle würde ich sagen, das war's dann auch schon mit diesem Video. Abonniert gerne den Kanal. Falls ihr noch mehr Videos von uns sehen wollt, dann könnt ihr einmal hier auf dieses Video klicken. Hier habe ich erklärt, wie man einen Greenscreen richtig verwendet. Oder hier drunter habe ich eine Playlist von zwei Videos, wie man mit dem Programm Perfect Video Videos schneidet. Das ist ein ganzer Schnittkurs und den könnt ihr euch auch gerne anschauen. Hier könnt ihr nochmal den Kanal abonnieren und ansonsten tschüss.